Hallo liebe Sternfreunde, heute begrüße ich Sie zu einem ganz theoretischen und sehr schwierigen Thema, nämlich der Gravitationswellenastronomie. So ganz offiziell ist dieser Begriff noch gar nicht, aber ich habe es als Kapitel 11 in meinem Buch jetzt mal so eingeführt, weil immer mehr Beobachtungen und auch Instrumente oder besser gesagt Anlagen, die Instrumente sind nicht so klein, die sind also durchaus viele Kilometer oder Millionen Kilometer groß, existieren und die jetzt diese Gravitationswellen, die wir ja seit langem erwarten und fordern, um diese halt nachzuweisen. Da gibt es zum Beispiel die Anlage GEO 600 bei Hannover oder Virgo in nahe Pisa in Italien, ja, oder auch LIGO, ja, das Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, was 1992 gegründet wurde und 2002 den Betrieb aufnahm. Und weitere, die ich noch gleich erwähnen werde, das sind Anlagen, kilometerlange Messröhren, wenn man so möchte, meistens senkrecht zueinander zwei Stück, und in denen kann man dann Gravitationswellen unter Umständen nachweisen durch Interferenz. Deshalb eben zwei, weil wenn eine Gravitationswelle kommt oder die Wellen kommen von einer Quelle, wirken sie sich eben je nach Polarisation auf diese beiden Kanäle oder Röhren unterschiedlich aus. Und je nachdem, welche Länge man gewählt hat, ist auch die Frequenz, die man damit, oder die Wellenlänge eben, die man damit optimal empfangen kann, unterschiedlich. Und wir erwarten natürlich von den Gravitationswellensendern auch unterschiedliche Wellenlängen. Welche Sender es gibt, dazu werde ich gleich noch eingehen. Es gibt noch zwei weitere Anlagen, die ich kurz erwähnen möchte. Einmal das PPT-A, das Parkes Pulsar Timing Array. Da hat man Pulsare, die weit verstreut sind in unserer Galaxis, genommen. Oder man nimmt sie, die ja wie sehr genaue Uhren zu betrachten sind. Und wenn da nun Gravitationswellen im Raume sind, verschiebt sich ja das Raumzeitgefüge geringfügig. Und das soll man angeblich durch Vergleiche dann dieser Uhren finden können. Das ist also auch ein Messgerät, ein galaktisches Messgerät sozusagen. Etwas kleiner aber und noch nicht gebaut, aber NASA und ESA wollten das zusammen realisieren. Nun will eventuell, die NASA ist ausgestiegen, soll eventuell eine reduzierte Variante bis 2019 von der ESA alleine realisiert werden. Das ist LISA, das Laser Interferometer Space Antenna. Das sind drei Satelliten, die ein Dreieck bilden. Ja, Seitenlänge 5 Millionen Kilometer. Und die bewegen sich auf der Erdbahn, aber hinter der Erde. Und Gravitationswellen von weit her, die sehr große Wellenlängen haben, können hiermit gemessen werden. Das sind dann eben Wellenlängen in der Größenordnung der Seitenverhältnisse, also Seitenlängen, also 5 Millionen Kilometer. Das heißt also, man geht von Wellenlängen so aus von 3 Millionen Kilometer, die man so unten dann an der unteren Grenze erreicht, und 3 Milliarden Kilometer möglicherweise an der oberen Grenze. Das ist dann wesentlich weniger als ein Hertz im Frequenzbereich. Wie gesagt, das ist natürlich eine sehr teure Angelegenheit,
Und ob es sich dann lohnt, weiß man halt nicht. Deshalb eben auch die Skepsis bei der NASA, die ja auch überall Geld sparen will und muss und ist deshalb halt leider ausgestiegen. Aber die Gravitationswellenastronomie, und das kann man an diesen Anlagen ja erkennen, ist ein immer stärker wachsendes Gebiet. Ja, also früher gab es nur die optische Astronomie, da gab es optische Fernrohre, dann gab es die Radioastronomie mit den Radioteleskopen, dann kam ja die Infrarotastronomie, die Gamma-Astronomie, die Röntgenastronomie, die UV-Astronomie hinzu, eben weil man immer Messinstrumente entsprechende bauen konnte, die meist oder oft im Kosmos im Satellitenbereich arbeiteten oder aber auch bei ganz speziellen Effekten durchaus auch auf der Erde dann funktionieren. Und jetzt eben aber auch diese Gravitationswellen, Detektoren, die ich einfach jetzt mal separat als neues Gebiet, neu ist es ja nicht, aber als ein eigenständiges Gebiet definieren möchte. Was haben wir für Sender? Gravitationswellen werden im Wesentlichen dort ausgesendet, wo man zwei kompakte Massen, also schwarze Löcher oder Neutronensterne, Pulsare hat, die auch noch sich im Gravitationsfeld des anderen bewegen, also sprich einander umkreisen. Also nicht ein einzelnes irgendwo weit weg, sondern ein Doppelloch, schwarzes Loch, oder Doppelpulsar oder Pulsar und Neutronenstern. Bei den Pulsaren ist es ja so, die piepen ja. Und wenn wir einen Pulsar haben und das andere ist egal, Neutronenstern, schwarzes Loch oder auch ein Pulsar, dann haben wir eben einen doppelten Piep. Aber nehmen wir nur einen Pulsar, der piept immer. Piep, piep, piep. So, wenn da jetzt Gravitationsenergiewellen abgestrahlt werden, da verliert das System ja Energie. Und dann nähern sich die beiden Objekte und stoßen auch irgendwann zusammen. Da gibt es ein Beispiel, bloß eine Nummer. Die werden zum Beispiel in 85 Millionen Jahren wahrscheinlich zusammenstoßen, weil sie Energie verlieren. So, und wenn man jetzt so ein Doppelsternsystem hat, gelingt es häufig, die Umlaufzeit zu bestimmen. Und dann stellt man fest, dass einmal die Bahn selber kreisförmiger wird und dass eben auch die Umlaufzeit abnimmt. Und das durchaus in einem sehr messbaren Bereich und auch der Abstand pro Jahr um mehrere Meter auch abnimmt. Und irgendwann, wie gesagt, das System dann verschmelzen wird. Ja? Das ist dann nochmal eine ganz besondere Aktion, wo wir auch noch ganz andere Dinge erwarten dürfen. Also passiert jetzt eine ganze Menge und da kann man auch viel erwarten. Und man hat ja auch schon die allgemeine Relativitätstheorie anhand eines dieser Doppelpulsaren bestätigen können, wo alle Effekte wie Periheldrehung und die Zeitdehnung, Raumkrümmung, Gravitationswellen eben und auch die Präzision dieses Systems, also alles im Rahmen der erwarteten Werte bestätigt werden konnte. Also massive Doppelsternsysteme, schwarze Löcher, Pulsare, Neutronensterne oder aber auch Galaxien. Eben zwei Galaxien, die miteinander verschmelzen und deren supermassiven schwarzen Löcher jetzt auch einander ja, mehr oder weniger umkreisen, sind dann beliebte Objekte. Ja, da gibt es dann zum Beispiel das Objekt OJ-287. Ja? Und das gibt aber auch eben andere, also so wahnsinnig viele haben wir natürlich noch nicht entdeckt. Das ist ja erst ein aufkommendes Gebiet. Aber ich erwarte, dass da sich einiges tut. Wie gesagt, man kann da einiges ausrechnen, wie Strahlungsleistung, Bahnradius, Lebensdauer, die Amplitude,
Das alles habe ich hier auch mal beschrieben. Ich möchte da jetzt so im Detail, weil es einfach sehr theoretisch ist, nicht darauf eingehen. Aber wir müssen uns das merken, für die nächsten Jahrzehnte ein wachsendes Gebiet der Astronomie, die Gravitationswellenastronomie. Und das nur mal so als kleines stichwortartiges Highlight hier mal in Astronomie Television mal eingeblendet. Und damit verbleibe ich erst einmal wieder, Ihr Erik Wischniewski, und sage Tschüss.